Der Abakus. Vielleicht einigen als Spielzeug bekannt, aber trotzdem sehr interessant. Daher schauen wir uns den mal in diesem Video an. Der Abakus ist das älteste bekannte Rechenhilfsmittel. Es ist ein mechanisches Rechenhilfsmittel. Und der Plural ist Abaki oder Abakusse. Und der Begriff kommt aus dem Lateinischen und auch Griechischen, heißt da Tafel oder Brett. Gut, gucken wir erstmal ein bisschen die Geschichte. Vermutlich ist es sumerischen Ursprungs, das heißt, das ist so etwa 2700 bis 2300 vor Christus, und nein, die Zahlen sind nicht falsch rum, es ist klar, weil vor Christus geht die Zahl natürlich dann rückwärts bis zu Null. Und die Sumerer erkannten schon, dass Rechnen auf Linien oder Spalten halt ein effizientes Rechnen ist. Und die Babylonier, die übernahmen dann diese Rechenbretter und übersetzt sie dann ins Dezimalsystem. Jetzt muss man das ein bisschen ordnen. Die Sumerer, das waren sozusagen die erstmals in der Menschheitsgeschichte sich zur Hochkultur entwickelt haben. Und diese haben in einem 60er-System gerechnet. Und erst mit den Babyloniern hat man dann in dem 10er-System gerechnet. Das so als Hintergrund. Und mit dem Handel nach Indien, Persien und dem Mittelmeerraum, da hat sich dann das Ganze entsprechend verbreitet. Gut, in China, 6. Jahrhundert, gab es auch schon eine Perlenrechnung, und etwa 1600 wurde das dann von den Japanern übernommen, und im Mittelalter bis zum 17. Jahrhundert eigentlich weit verbreitet. Dann allerdings wurde es verdrängt durch das Rechnen oder schriftliche Rechnen mit arabischen Ziffern, so wie wir das im Prinzip heute noch kennen. Und ist 2013, also gar nicht so lange her, auf die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO gekommen. Soweit, so gut. Wie funktioniert das Ganze? Und dazu muss man erstmal so ein bisschen ein paar Sachen verstehen. Das erste ist, was wir heute haben, ist ein sogenanntes Stellenwertsystem. Gucken wir uns das mal ein Beispiel an, 142 meinetwegen. Und je nachdem, wo die Ziffer steht, hat sie sozusagen einen anderen Wert. Das heißt, die 2 steht auf der einer Stelle, daher findest du halt eben 2. Die 4 ist aber keine 4, weil sie auf der 10er Stelle steht, sind es 40, also 4 mal 10. Und die nächste Stelle ist dann entsprechend 100. Das heißt, 4 ist nur 1, 1 mal 100. Das ist im Prinzip ein Stellenwertsystem. Und damit hat man dann gerechnet. Und wie gesagt, die erste Version war bei den Sumerern, und die hatten ein schönes Wort, Sexagesimalsystem, heißt auf gut Deutsch ein 60er-System. Es ist natürlich die Frage, wie kommt man auf die Idee, bis 60 zu zählen? Naja, wir haben 10 Finger und zählen bis 10. Die Sumerer hatten auch 10 Finger, haben aber bis 60 gezählt. Und zwar haben die Fingerglieder gezählt. Also wenn ich meine Hand angucke, habe ich hier 1, 2, 3 Fingerglieder. Mit dem Daumen deute ich 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also komme ich hier bis zur 12. Mit der anderen Hand merke ich mir, wie oft ich zur 12 gezählt habe. Und 5 mal 12 ist halt eben 60. Gut, die Babylonier, wie gesagt, Dezimalsystem, und das Teil kann die Grundrechenarten natürlich plus minus mal durch, ist klar, aber auch Wurzel ziehen kann man tatsächlich auch mit dem Teil.
Also interessantes Gerät. An diesem Abakus will ich beispielhaft mal zeigen, wie man damit rechnen kann. Wir machen mal was ganz Einfaches. Ich habe 25, 2, 5 und möchte jetzt 37 addieren. Dann muss ich hier 7 dazu schieben. Das Problem ist, hier sind aber nur 5. Das heißt, 2 fehlen mir jetzt. Das löse ich dadurch, indem ich das gegen 1 von der höherwertigen Stelle eintausche. Dadurch habe ich jetzt sozusagen den Übertrag gemacht und mir noch 2 hole, weil das geht ja jetzt. Jetzt muss ich hier oben noch die 10er-Stelle, also die 30 addieren, 3 rüberschieben. Und jetzt habe ich hier das Ergebnis 62 und 25 plus 37 ist tatsächlich 62. Jetzt kann man spaßeshalber die 37 wieder abziehen. Man fängt immer bei der niederwertigen Stelle an, also sprich bei der 1er Stelle. Ja, jetzt ist das natürlich irgendwie schwierig. Hier sind nur 2. Ich müsste aber 7 abziehen. Das machen wir den gleichen Trick von vorhin. Ich nehme mir die 2 weg und tausche hier um. So, jetzt kann ich hier 3, 4, 5 wegnehmen. Und jetzt gehe ich noch zur 10er Stelle und nehme 3 weg. So, 25 scheint zu stimmen. So, jetzt machen wir mal was ganz Verrücktes. Dafür ist eigentlich das Ding zu klein. Hier in der Mitte, die gelben muss ich sozusagen zweimal verwenden. Und zwar will ich eine Kommazahl bearbeiten und auch noch teilen und dann auch noch so, dass es nicht aufgeht. Also, ich gehe dazu her und stelle mir oben die 1, das Komma denkt man sich, 1,3 ein. Und diese 1,3 möchte ich jetzt durch 2 teilen. Gut, man fängt, also dividieren ist im Prinzip subtrahieren und man merkt sich, wie oft man subtrahiert hat. Im Prinzip funktioniert es auf diese Art und Weise. Multiplizieren wäre dann entsprechend mit addieren und so weiter. Gut, dann fängt man immer bei der niederwertigsten Stelle an. Ich nehme jetzt hier meine 2 weg und dafür merke ich mir hier, dass ich einmal die 2 weggenommen habe. Jetzt habe ich natürlich ein Problem. Hier von 2 wegnehmen ist ein bisschen schwierig. Jetzt nehme ich die niedrigere Stelle hier von den 1,3, hol mir hier das und dafür gebe ich hier oben das eine her. Das heißt, ich habe eigentlich jetzt noch nichts verändert, habe jetzt aber die Chance, hier 2 wegzunehmen. Das muss ich mir jetzt aber hier merken, immer korrespondierend. So, jetzt habe ich das hier alles abgearbeitet. Jetzt habe ich hier oben noch so einen übrig. Ja, gleicher Trick wie vorhin. Ich hole mir diese Zeile hier und kann dafür den wegtun. Und hier gleiches Spiel. 1, 2, 3, 4, 5 rüber und korrespondierend dazu ist die orangene Reihe 2, 4, 5 rüber. Ja, und jetzt habe ich im Prinzip, wenn ich mir das wegdenke, hier oben meine Zahl da stehen. 0, hier ist das Komma, 6, 5. Und 1,3 durch 2 ist tatsächlich 0,65. Also auch das geht. Wurzel ziehen erspare ich mir hier
Aber nichtsdestotrotz ist das ein durchaus interessantes Rechenhilfsmittel gewesen. Vielleicht ist es auch noch, wie auch immer.